Jetzt fahren wir fort mit Tagesordnungspunkt 30. Das ist die Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu den Petitionen. Die Fraktion der SPD hat mitgeteilt, dass sie eine Beschlussempfehlung des Ausschusses zu Petitionen getrennt abgestimmt haben möchte. Es handelt sich um die Petition 04725-19. Günter Rudolph nickt. Ich lasse zunächst über diese Beschlussempfehlung abstimmen. Wer ist für die Annahme der Beschlussempfehlung? Das ist CDU und Bündnis 90, die Grünen und die FDP. Wer ist dagegen? Das ist die SPD, die Linksfraktion. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Zuletzt stimmen wir noch über die restlichen Beschlussempfehlungen zu den Petitionen mit der Drucksache Nummer 20/1883 ab. Wer ist für Annahme? Das ist das gesamte Haus. Enthält sich jemand der Stimme? Niemand dagegen. Damit haben wir das so auch entsprechend angenommen.